Und es geht direkt los um 17.05 Uhr nach dem geplanten Start. Startet das erste Replay am Replay Wednesday. Es ist Alfred, der hier gerade ausrastet. Vielleicht kann man das noch kurz größer machen. Hier, du Dollo! Ach, da springst du mich einfach an. Da musst du dir aber mal eine verpassen, hier, du. Ja, da denkt er sich hier, guck mal da, dem hau ich mal eine, aber dann hau ich zurück, mein Freund. Ja, es ist 2-on-2! Tzatziki ist gerade am Totenkopf dran, das ist gut, umso schneller, umso besser. Das ist wirklich. Naja, es eilt nicht, aber wenn. Das haben wir bald alle vergessen. So, es ist 2-on-2! Mit Hymax. Und Cool Jacko von den. Was? Von der Gothic Society. Doppelzerg gegen Protoss Efgen und Terra Florian. Florian und Efgen. Efgen klingt so ein bisschen osteuropäisch, so Evgeni, Evgen, ja, ja, steht ja auch Russ 37 dran, na sicher. Ja, Doppelzerg gegen Terra Protoss auf dem Katharinen-Mengs-Platz. Achso, hier, achso, ist ja an. Was steht denn da eigentlich bei dem Subscriber-Ding? 23 von 25. Ach nee, Donation, da müsste ja 0 stehen. Achso, wo wir gerade schon mal dabei sind. Wir müssen das ja hier auch wieder erstmal alles nullen, denn es ist ja ein neuer Monat. Ja, es ist ja der Monat. Wie heißt das Ding? November! So, da müssen wir hier Subscriber Goal November 11. Wir sind aktuell 31 Subscriber. Vielleicht ändert sich das noch. Donation Goal für 11 ist 000. So. Ja, vielleicht ändert sich das bald wieder so ein bisschen, denn nächste Woche ist wieder Dingens. Home Story Cup. Und da bin ich vielleicht auch wieder dabei. Nicht von Anfang an, am 12. und 13. Ich habe heute gefragt, ob ich Urlaub kriege. Aber hat sie gedacht, sagt sie so, Herr Hartwig, die sind ja lustig. Ich schreibe gerade die Dienstpläne hier für November fertig und für Dezember. Ja, früher Tech, wenig Minerals, wenig Probes auf den Mints. Er baut auch jetzt, ne, jetzt baut er mal wieder eine hier drüben. Ja, kein Orbital, also die Liga scheint jetzt nicht die allerhöchste zu sein. Beide Zergs haben expandiert. Der eine hat auch Speed sich schon mal unterwegs hier sich genommen. Und ja, ich kriege leider keinen Urlaub nächste Woche. Sie meinte, ja, so eine Stunde früher gehen oder anderthalb, das geht ja schon, ne? Aber wenn ich bis. Normalerweise arbeite ich ja bis 15 Uhr. Home Story Cup Stream geht wohl immer um 14 Uhr los. Ja, die Spieler, das dauert immer ein Weilchen. Ich glaub, ja, das passt dann schon. Auch wenn ich dann normal arbeiten muss bis 15 Uhr, bis die ersten Spiele losgehen, bin ich dann zu Hause. Und jetzt kommen hier mal die Marines. Die hauen hier alles zu Brei. Jetzt werden hier oben Linge gebaut, wie die Bescheuerten. Hier zwei Stück und Spinecrawler und Speed hier auch bei Rot begonnen. Und ja, hier, schnell Klingeling, da kommen sie gleich. Ah, dieses Micro hier mit seinen 30 APM. Der Protoss hat 15. Was ist das denn? Ist überhaupt immer dabei? Oder was ist hier los? Terra mit 15, Protoss mit 15 APM, aber er baut einen DT-Schrein. Was soll er groß machen? Die Marana hier auf jeden Fall am Ausrasten. Ist auf jeden Fall eine nette Idee, ja? Der Terra pusht hier früh mit Marines und der Terra, der Protoss dahinter mit DTs. Wäre natürlich nur gut, wenn jetzt einer von beiden mal eine Echse bauen würde, wenn er hier mal 800 Millionen Mark mal hier ein CC bauen würde, eine Echse bauen würde, nebenbei taggen, denn die, aktuell machen die ja richtig, richtig Dampf hier, Judas Lost. Hier, man hier sieht das hier, ganz klarer Fall. Ja, ist der Protoss ein Darkschrein?
Ja, jetzt bauen wir erstmal ein DT. Ja, leider Supply blockt und auch kein Warp Gate Tech und nur ein Gateway, das läuft. Das ist super abgesprochen. Speed auf beiden Seiten, aber die Marines, sie haben keinen ihre Sand drauf. Meine Herren. Ein ganzer DT wird gerade gebaut. Ja, gleich drei auf einmal, Junge. Wozu sollte ich am besten auch die Luke dicht, dass er erstmal nicht rauskommt? Wozu weitere Gateways bauen? Eins reicht doch. Ja, Terra mittlerweile mal ein paar Supply Depots. Hier mal das Orbital gebaut. Ja, Zerg, wie sieht es da aus mit den Workern? 1823, 1822. Also da haben sie viel Potenzial verspielt, hier die beiden. Obwohl das ja eigentlich ganz nett aussah. Hier keine Echse, kein Tech, kein Gas, kein Nix. Und jetzt gibt es hier die Banelinge. You're spreading here! So, jetzt kommt der Dunstlümmel hier angelatscht. Er hat ja schon so ein bisschen Splash kassiert vom Baneling. Jetzt gibt es auch einen Overseer, denn der eine hat schon T2 und jetzt gibt es ja auch Spore. Mann, oh Mann. Miau. Da war noch ein Sound. Eine Katze gehört. Ja, beide Zerg T2, beziehungsweise der eine gerade dabei und der andere hat halt Spore. Hier die restlichen drei Marines, hier nochmal ein DT. Ist das eigentlich auch Detektor, wenn es nicht eingebuddelt ist? Naja, ist ja egal, hat der eh Overseer. Ja, Protoss baut hier schön One Base, One Gate DT. Terra baut noch mehr Baracken. Das läuft, sagt er. Ja. Zerg mittlerweile hier mit der Next Expansion hier, der Gothic Society Cool Gyako. Und hier Hidden Expansion von Florian. Florian ist ein toller Name. Jawohl. Oh, der Herr Mike ist auch da, das freut mich. Ich bin so ein bisschen lustig drauf. Ich habe gerade, also ich habe morgen ja frei. Oh, hier, Ex abgebrochen. Was war da los? Ach, in DT. Ja, abgestochen. Ja, ich habe ja, ich muss Wochenende wieder arbeiten. Dafür habe ich jetzt halt morgen frei. Und das habe ich mir nach der Arbeit hier, ich habe schon hier Wäsche abgenommen. Ich habe schon gesaugt. Ich habe schon, also und zusammengelegt, die Wäsche auch. Da habe ich Katzenklo schon gemacht, ja. Und dann habe ich, also so ein bisschen was gemacht halt. Klo geputzt, ne? Und jetzt trinke ich hier Bier. Mein zweites schon. Baneling Bust incoming, aber da kommt hier der DG, der DG. Ich stitz euch ab, ihr Schweine. Dunstlümmel regelt. Ja, zweites Bierchen trinke ich gerade und ich hatte kein Mittagessen. Beziehungsweise ich hatte schon Mittagessen auf Arbeit. Ich habe hier bei der auf der Einstation mir so ein kleines Schüsselchen Lasagne gemopst. Heute gab es Lasagne mit Rindfleisch, also nicht mit Schweinemett, sondern mit Rindfleischmett. Das war Menü 1, das Fleischessen. Und das Vegetarische war so eine Spätzlepfanne mit normalen Spätzle, grüne Spätzle, so ein bisschen hier Pilze und Möhrchen mit so einer Kräutersoße. Und ich habe beides halt probiert in so einem kleinen Dessertschälchen. War viel zu viel, was ich da gegessen habe. Deswegen darf ich heute eigentlich nichts mehr essen. Ja, zwei Bier ist wie Schnitzel. Ja, ja. So, nächster Baneling Bust Versuch. Aber da kommt hier erstmal Florian mit seinen Marines. Hier, und ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Scheiße. Ja. Yeah. Und hinten der Nynus ins Kabuff von Evgen. Ja, mittlerweile auch mal hier ein Doppelechse von Evgen. Gar kein Problem. 30 Supply und der Terra hier 47. Der Zerg Nummer 1 hat 80. 38 und hier 62. Oh mein Gott. Wo ist der Mothership Core? Wo ist der Todesstrahl? Er hat gar keinen gebaut. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, war aber nicht schlecht, die Lasagne auf der Arbeit. Und die Spätzlepfanne war auch gut. Aber halt nur so ein kleines Dessertschälchen voll. Aber ich habe es zweimal voll gemacht mit jedem. Einmal Lasagne und einmal so ein bisschen von den Nudeln. Also Spätzle mit der Soße da.
Ah, Kabouts, Kabouf, da sind sie drin. Wo sind denn die Marines? Hier beide Echsen abgeräumt. Da kommt da an, der Florian. Hat er schon Upgrades gemacht? Nein. Ja, hier Doppelzerkling in der Eco. Das macht ihm nichts. Ich hab Muls, denkt er sich. Gar kein Problem. 37 Supply und davon 27 Marines. Ja, hier oben passiert gerade gar nichts. Die ganzen Supply-Depots gehen kaputt. Ja, da kommen die Marines hier. So, hier drüben wird der... Oh, Double Immortal. Die sind sehr gut gegen Zerklinge. Ja, ich spiele nachher bestimmt nochmal ein bisschen FIFA. Aber eigentlich, wir machen jetzt hier erstmal hier so 5, 6, 7 Replays wieder. Und dann kommt ja auch bald wieder Champions League heute Abend. Das muss ich ja gucken. So, die beiden Zergis hier. Double Evo hier am Laufen. Upgrades macht er keine. Makro-Hedge kommt. Makro-Hedge kommt hier. Ein paar Bandlinge in der Eco. Und ja, sonderlich viele haben die auch nicht. Aber es reicht halt, um die anderen beiden kaputt zu machen. Ah, hier stehen nochmal ein paar Bandlinge. Will sich jetzt hier Ryan busten mal wieder. Protoss hier. Ah, Terra landet erstmal wieder. 160 Mark, kann einen Mool machen. Und hier so ein bisschen SCV. Alle Marines am Sterben so und die Immortal denken sich so, hä, war da was? Ja, wenn da nur so ein paar einzelne Linge ankommen, dann sind auch Immortal, wir sind ja immerhin fünf. Ja, auch nicht schlecht gegen Linge, aber wenn die halt einmal surrounded werden, dann ist es eigentlich Schicht. So, jetzt werden erstmal SCVs gebaut, Mools macht er nicht, braucht er nicht. Ach, nochmal drei, ha. Die T-Into, ich baue mal 8 Immortal. Das ist natürlich auch sehr gut. Oh, doppelt baut er. Er hat sogar 3 Robos gebaut. Alles One Base. DT, Triple Immortal, alles. Gar kein Problem. Für FG. So, mit DT-Support geht es erstmal nach drüben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Spire jetzt hier aber gleich fertig. Bei Cool Giacco. Ach, er hat hier drüben auch noch ein paar. Das hat mich gerade gewundert, als ich eben geguckt habe. Irgendwie 37 Supply, davon 27 Marines. Und hier war kein SCV. Da dachte ich mir, wo ist das denn? Ja, hier drüben hat er seine Hidden Echse. Ja. Ah, jetzt gibt's hier erstmal ins Gesicht. Schieß doch! Schieß doch! Er will hier unbedingt, er zielt hier auf den Dings, aber die anderen schießen dann nicht, weil sie keine Vision haben. Ja. How to lose 10 Immortal. Ja. Ja, der eine hier vorne auf der Ecke, der hat Vision gehabt und konnte schießen. Die anderen hat er halt alle Rechtsklick gemacht. Ja, schade. Ich habe gedacht, jetzt reißt er mir nochmal richtig was ab. Also den Zergs, aber schade. 1-1 auch schon auf den Linie. Die Marines. Hey, sogar Bunker gebaut. Toll. Ein wunderbares Spiel. Ich tippe auf so Silberliga. Ja, klappt nicht. Muss ich nochmal Triple Immortal bauen. Ja. Das klappt. One Base ist überhaupt kein Problem. Ja, aber sonst ganz nett, ein bisschen Creeps, ein bisschen Overlords hier mit dem Nydus immer mal wieder. Der Giacco hier mit 100 Supply. Hinten soll nochmal ein Bunker gebaut werden. Läuft bei beiden hier. Oh, Baneling Speed Upgrade hier, super fies. Und jetzt gibt's Turrets. Ja, Zerg verliert alles. Terra muss mal wieder fliegen. Nehme ich weg. Nächste Echse hier von Hymax. Geiler Typ, Alter. So, hier so ein paar Upgrades hier bei beiden, die am Laufen gewesen. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt klappt's mit nochmal Immortal Attack.
Ah, jetzt gibt es hier nochmal Nydus, direkt hier vor die Hütte. Hier ist ein Zergling eingebuddelt, kann er nicht hier landen, ungültige Landezone. Und die denken gar nicht, ich laufe weiter hier, was wollt ihr denn? Aber jetzt gibt es Mutaliske, da sind gerade ein paar fertig geworden. Ah, die T ist kein Problem und jetzt hier die Immortal, genau, nochmal schön zusammenstellen. Ja, aber das ist zu viel. Und die Mutas noch oben drüber, da machen die halt gar nichts. Roach ist nochmal hier und noch mehr Mutas, 11 Stück im Bau. Hier unten ist er langsam auch lights out. Ach, er repariert so ein bisschen die Hütten. Ja, 1000 Kohle, hier 2000, gar kein Thema. Mann! Super Spiel. Ja, Zeitlupen Moodle gecall und jetzt geht's los hier mit Speedling und Mutas, die kommen direkt mal richtig hier. Ah! Wie viel ist das denn für ein netter Bug hier? Er hat. Weißt du was, wie viel? Was willst du denn? Ach, guck dir mal, was die hier machen. Du sollst nicht immer die Amy besteigen. Ja. Er will sie gerade so ein bisschen beglücken von hinten. Aber sie will nicht. Glaube ich. Ihr seid beide kastriert. Das klappt nicht. Ja. Blödies. Ja, auf jeden Fall ein paar Billionen Arbeiter. Neue Bane-Dinge, die Mutas. Und was hat Protoss? Immortal. Läuft. Ja, oh, mach doch kaputt hier. Ja, Florian passt diesmal nicht ganz so gut auf. Jetzt geht das CC auch gleich kaputt. Die letzten Marines, Evgeny haut ab mit seiner super Immortal-Taktik leider nicht zum Sieg gekommen. Ja, und Evgeny und Hymax gewinnen dieses wunderschöne Two-on-Two hier auf dem Katharinen-Mengs-Platz. Es war ein traumhaftes Spiel hier in der Schippe mal Silber-Bronze-Liga. Es war ganz hervorragend. Und Bier schmeckt lecker.